Willkommen zum Tagesordnungspunkt zur Tagesordnung der heutigen Sondersitzung. Punkt 3, Planungsstand und Finanzierung der Baumaßnahmen, Flut- und Wasservorstand, Mühlbahnbrücke und Weißenwälzer Straße. Ich eröffne die Diskussion. Bitte halten mich zum Vorstand. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, geehrte Stadträte, gestatten Sie mir vielleicht vorher, da Sie auf einer sehr wichtigen für die Verkehrsführung und Zeitsucht enormen Entscheidung stehen, vielleicht ein paar Erläuterungen. Einige von Ihnen sind ja noch nicht allzu lange im Stadtrat in den Gremien, wo diese Maßnahmen vor einiger Zeit schon beschlossen bzw. darüber informiert wurden. Gestatten Sie mir, dass ich mit der Weißenwälzer Straße beginne. Nicht, wie es hier in der Einladung der Tagesordnung steht, denn die Weißenwälzer Straße ist die in Anführungszeichen ältere Maßnahme, die also die Stadtverwaltung und auch den Bauausschuss schon, ich denke mal, seit 2009, 2010 beschäftigt. Wir haben in der Weißenwälzer Straße für drei Bauabschnitte eine Planung in Auftrag gegeben, die jetzt den Planungsstand der Leistungsphase 4 nach der KVE erreicht hat. Wir haben ein Vorprojekt, ich nenne es mal so, schon realisiert, das ist die Flussgartenbrücke, die ich denke mal vor ca. 2 Jahren schon fertiggestellt worden ist und viele von Ihnen, die Kraftfahrer sind, werden dann merken, die Brücke ist nicht richtig in der Achse, wo es eigentlich hingehört, hängt damit zusammen, dass die schon für die Gradiente gebaut ist, für die Weißenwälzer Straße, die dann mal in der Weißenwälzer Straße umgesetzt werden soll. Ganz kurz zur Weißenwälzer Straße, Sie sehen es einfach vielleicht mal den Regelquerschnitt. Ist also vorgesehen, statt auswärts einen Radgehweg anzubringen. Ja, hier sieht man es auch. Am Regelquerschnitt sieht man es auch, an dem ersten Bauabschnitt sieht man es auch. Das ist links ist auf der Zeichnung ist die Auekreuzung und rechts die Flussgartenbrücke. Ist also vorgesehen, auf der rechten Seite statt auswärts einen Radgehweg anzuordnen, also dort, wo jetzt im Moment so gut wie kein Gehweg vorhanden ist. Und der linke Gehweg statt auswärts soll also erneuert werden, soll die Begrünung erneuert werden und die Fahrbahn in Bitumbauweise neu gestaltet werden. Im ganz normalen Querschnitt in der Breite von 6,50 m, also zwei Fahrspuren, 3,25 m, wie das jetzt für stark befahrene innerörtliche und auch außerörtliche Straßen üblich ist. Diese Planung war bereits vor einiger Zeit im Bauausschuss, ist dort so in dieser Form bestätigt worden und wir haben seit 2011 im Prinzip den Antrag über das Entflechtgesetz beim Landesverwaltungsamt laufen, ich nenne das jetzt mal so, und sind auch für 2014 bereits ins Mehrjahresprogramm aufgenommen worden. Dort war die Maßnahme also finanziert, konnte leider nicht ausgeführt werden bzw. verbunden werden, weil der Vorgelandkreis, die Kommunalaufsichtsbehörde, der dem Eigenbetrieb nicht die notwendigen Kredite für den Kanalbau genehmigt hat. Das haben wir also einen Förderantrag noch zurückziehen müssen, haben gebeten, dass dieser nach 2015 verschoben wird. Vielleicht auch schon was anwesend, aber ich denke mal an, das ist bestimmt nicht übel, wenn ich zum Kanal noch was sage. Es ist vorgesehen, dass vorhandene Mischsystem, es liegt glaube ich auch ein Mischkanal, was bei Starkregen oder das Problem führt, umzubauen in ein Trennsystem, also Regenwasser und Schmutzwasser getrennt abzuleiten. Deswegen ist auf der Leipziger Straße seit die Baumaßnahme noch im Gange, die das den Regenwasserkanal von dem jetzigen Ende bis zur Auerkreuzung führt, sodass dann der Regenwasserkanal, der separat dann dort runterkommt, angeschlossen werden kann. Also die Maßnahme im Vorfeld steht, und die steht kurz vor Abschluss. Hängt also damit zusammen. Dann ist vorgesehenerweise von der Straße alles das zu erneuern, was in der unterirdischen Wirtschaft so allgemein üblich ist: Hausanschlüsse, Wasser, Gas, Elektro. Und sodass im Prinzip die Weißenwälzer Straße dann irgendwie die Straßen, die wir bereits in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren ausgebaut haben, dem Standard entspricht, wie man das von der Ortseingangsstraße in so eine schöne Stadt wie Zeitz eigentlich erwartet. Machen wir jetzt einen Sprung zur Wasservorstadt. Die Wasservorstadt hat eine ganz andere, viel kürzere Geschichte. Es war also dort, außer dass die Übersicht zeigt, in der oberen Masterbleichung, dass dort ein Verkehrsentwicklungskonzept als mögliche Maßnahme der Knotenumbau mal vorgesehen war, weil die Abwicklungsbeziehung dort sehr
war aber kein voller politisches Projekt. Es kam dann im folgenden Jahr dazu, dass nach dem Hochwasserereignis natürlich auch das, die Landesstraßenbaubehörde, denn es handelt sich bei der Brücke um die Führung der Eier 93 an einer Landesstraße, die aus der Freidekraftstraße kommen, die wurde zurückgeführt und dann über die Knotenbachvorstadt, über die Schuster-Scholl-Straße, Freidekraftstraße, Stadtgebiet wieder verlässt. Diese L193 ist auch außerdem zur Abstufung vorgesehen, also so, dass eigentlich sollte es schon zum 1.4. diesen Jahres passieren, hing mit vielen Dingen zusammen mit der Gemeinde Elsaue, hing zusammen mit der Gemeinde, Verbandsgemeinde Treusig-Zerzenforst, wo es dann noch Schwierigkeiten gab und man wollte das in einem Zuge machen, sodass es also noch liegen gelassen worden ist. Und nach dem Hochwasser hat natürlich die Landesstraße Baubehörde auch ihre vom Hochwasser betroffenen Ingenieurbauwerke intensiv Untersuchungen unterzogen. Hat halt festgestellt bei einer Brückenhauptprüfung, dass diese Brücke nicht mehr tragfähig ist. Es gab dann im August vor Ort eine Beratung, wo also uns mitgeteilt worden ist, dass in Kürze die Brücke gesperrt werden müsse und am Weg noch sogar eine Vollsperrung, zumindest halbseitig, weil die Gewölbeeinbrüche wohl mehr auf dieser, ich sage mal, stadtauswärts linken Seite eingetreten sind. Es war die Zeit, als wir mit dem Kreisverkehr am Kalkbohr in den letzten Zügen waren. Ich habe dann, sagen wir, mit vielen Bitten und fast Flehen erreicht, dass diese Sperrung verschoben wird bis zur Fertigstellung des Kreisverkehrs, der dann im September, ich da habe ich nicht mehr im Kopf, im September ja dann übergeben worden ist. Und dann den Tag, glaube ich, auch ist dann auch die Brücke halbseitig gesperrt worden. Der Antrag, der mehrfache Antrag der Stadt Zeitz bei der Verkehrsverkehr. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen für Landesstraßen trifft, die Brücke halbseitig vom Pkw befahren lassen, dass also diese Stadteinfahrtstür für Fahrspur genutzt werden kann, also wechselseitig mit einer Ampel, dem ist nicht stattgegeben worden, sodass also die Umleitung des Längs, also was zur Zeit abhängig von dem Bäumerischen Stadtrat und die Mehrzahl dann über die Fischstraße, Kalkstraße und so weiter gelegt wurde, ist leider nicht auf die kurzen Fahrten, wie wir das eigentlich gefordert hatten. Es ist dann in der Stadtverwaltung maßgeblich durch den Oberbürgermeister im Hinblick auf das Verkehrsentwicklungskonzept die Idee entstanden, wenn die Brücke nun erneuert werden muss, dann vielleicht auch, gucken wir mal ins Stadtentwicklungskonzept, und dann vielleicht an anderer Stelle, das hat mehrere Vorteile, zu einem kann ich den Knoten dort flüssiger und geschmeidiger gestalten und zum anderen kann man die Bauzeit natürlich oder die Öffnungszeit dann noch vorhandenen beschädigte Brücke noch vielleicht etwas dadurch verlängern, indem ich daneben baue und ich muss nicht gleich eine Vollsperrung machen. Man kann sich jetzt streiten, wie viele Monate man dadurch gewinnt. Auf jeden Fall ist es natürlich technisch klar, dass ich dann, sofern die Brücke noch die Restfahrkraft hat, das noch ein bisschen nutzen könnte. Mit dieser Idee bin ich dann gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, ich denke mal, es war im Oktober vorigen Jahres, zur Landesstraßenbaubehörde gefahren, zu Herrn Hörrich und zur Frau Witte. Ist die Niederlassungsleitung und der Herr Hörrich ist der Fachbereichsleiter, der Abteilungsleiter, der sich mit Brücken beschäftigt. Haben dort diese Idee vorgetragen und wollten eigentlich erreichen, dass die Landesstraßenbaubehörde sagt, egal, die Brücke müssen wir sowieso erneuern, dann machen wir sie eben an einer anderen Stelle. Aber das ist leider nicht geschehen. Die haben gesagt, wir sind sowieso bei einer Abstufung. Erfolg gekürzt, wahrscheinlich schon im April hat man die Abstufungsvereinbarung in der Hand. Da kriegt die Brücke sowieso. Und dann macht es auch selber und wir bezahlen es. Denn die Landesstraßenbaubehörde reicht ja auch noch die Hochwasserfördermittel, die sie beantragt haben, von den Schäden an der Brücke dann durch. So steht es auch in dem Entwurf der Abschuldungsvereinbarung. Und es kam aber allerdings eins in Frage gestellt worden bei der Beratung im Oktober, dass es also mit der Gradiente, nach dem sogenannten EU-Lastmodell, das jetzt heißt, für den dort erwarteten Verkehr, gerade und das alles, man das nicht hinbekommt. Also wenn die Brücke jetzt die Stelle soll, wenn man so will, Strom ab, Mühlgraben, ein Stück daneben, ja, würden die Radien, diesem Bild ist jetzt, würde das also nicht funktionieren. Wir haben daraufhin bei dem Ingenieurbüro Löber, das ist ja auch eine Tochtergesellschaft, oder nicht die Muttergesellschaft, das Büro ist, das Verkehrsentwicklungskonzept erstellt hat, das Angebot eingeholt, eine Machbarkeitsstudie zu machen. Die ehemaligen Bauausschussmitglieder kennen die, das sind also damals ursprünglich nicht mal Stadtentwicklungen, auch welche, die ein bisschen utopisch klingen, mit einem großen Kreisverkehr mit sehr kleinen
verzichtet. Die Bauwirtschaft hat sich vorgestellt. Und die einzig aus unserer Sicht machbare und finanzierbare Projekt ist eine einfache Lösung, die man die Ausfahrt von der Auebrücke ein bisschen gerade vergrößert, auf die neue Brücke kommt und das Ganze dann mit dem wendischen Berg verzieht. Man sieht, wie Sie es dort auf dem Plan sehen, sodass sich also auch die Abbiegebeziehung aus der Freilingfallstraße links dem wendischen Berg und aus der Schlösser-Scholl-Straße links auf die Auebrücke wiederherstellen kann. Hier im Rahmen der L93 auf der Verkehrsführung, wie gesagt, untersagt wird. Die Studie wurde erstellt und das Protokoll haben Sie auch in den Unterlagen. Am 6.12. Hat dann die Landesstraßenbaubehörde dieser Planung zugestimmt, hat eingesehen, dass es eine machbare Geschichte ist. Und dann gesagt, gut, dann tun wir es halt so. Wir vereinbaren dann in der Abschubungsvereinbarung, dass die Finanzierung, das waren 468.000 Euro, eine fiktive Planung ergeben hat, fiktive Kostenplanung, was die Brücke kosten würde, den LSGB, die an der alten Stelle errichten würde oder erneuern würde. Vorgesehen war es so, wie die Brücke in der Übermühlenfahrt und der Badstubenvorstadt, also in der Vorfallgründung und über das unter Denkmalschutz stehende Gewölbe in der Stahlbetonplatte in der gleichen Form, dass das alte erhalten wird und die Kräfte praktisch nicht in das Gewölbe eingetragen werden. So waren die Gedanken und so ist auch, denke ich mal, die fiktive Plan gerechnet worden. Sich überholt. Sie sehen es nachher in der gegenüberstellenden Tabelle, dass also die Stadt 468.000 Euro bekommen würde. Wir haben das auch so im Haushalt eingearbeitet und bei der Haushaltsdiskussion im zeitlichen Frühjahr dieses Jahres gab es einen Antrag, der Freien Wähler, die Maßnahmen aus dem Haushalt zu nehmen. Diesen ist mit großer Mehrheit abgelehnt worden, das indirekt praktisch die Verwaltung auch sicher gehen musste, dass politisch also die Wasservorstadt gebaut werden sollte. Also aufgrund dieser dann noch abzuschließenden Vereinbarung. Wie gesagt, wir haben alle noch keine Vereinbarung abgeschlossen, wir sind alle noch im Entwurf von den Herren geschickt worden, weil eben dann die Unsicherheit kam. Und das große Problem, was dann entstanden ist, war, dass gleichzeitig während diese ganze Planung und Finanzierung und diese ganzen Dinge liefen, uns mitgeteilt worden ist, dass am 2015 der Burgenlandkreis für die Verteilung der Fördermittel nach dem Flächengesetz zuständig ist und dass es dort erhebliche Kürzungen gibt. Denn ursprünglich war vorgesehen, das hat sich jetzt übersprungen, wir mussten für den Teil, der nicht von der Landesstraßenbaubehörde finanziert wird, 100%, sprich für die Anpassung der Zufahrt und der Einmündung, auch irgendwie Geld in der Hand nehmen und Kredite bekommen wir nicht. Also war es dort nur möglich, bei Knotenpunktausbauten sind noch keine Ausbaubeiträge von den Anliegern möglich, sodass also die alleinige Finanzierung aus städtischen Mitteln nicht möglich war. Es wäre noch in früheren Jahren möglich gewesen, die Erwägung haben wir auch gezogen, über die Stadtsanierung dort Fördermittel reinfließen zu lassen. Aber das wisst ihr auch alle, das Sanierungsprogramm ist ausgelaufen, es gibt noch den städtebaulichen Denkmalschutz und das ASO-Programm. Und ein Platz mit einer Aufenthaltsqualität, der soll ja dort nicht entstehen, das ist einfach nur eine Straße. Also diese Forderung geht auch nicht. Ich bin dann mit dem Oberbürgermeister zur Frau Renner gefahren, die ja zum einen die Kommunalaufsicht verkörpert und zum anderen auch die Behörde sein wird, die dann die Fördermittel verteilt, wenn das an den Burgenlandkreis abgegeben worden ist vom Landesverwaltungsamt. Und dort wurde uns natürlich dann mitgeteilt, dass neue Maßnahmen nicht geben. Aufgrund der Kürzung müssen wir bei den alten bleiben. Da war dann ja unser Vorschlag, dann müssen wir gucken, dass wir von der Weißenfelser Straße die zwei Bauabschnitte, die oberhalb der Flussgrabenbrücke sind, vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Von der Weißenfelser Straße, von der Finanzierung, die ja eigentlich uns schon zugesichert war vom Landesverwaltungsamt, etwas wegnehmen. Nämlich den Teil, den wir für den Knotenausbau brauchen, nicht für die Brücke. Und das war bis dahin, ich sage es mal so, die Strategie, die wir in der Verwaltung gefahren haben. Es kam dann noch ein negativer Umstand dazu. Wir konnten der zeitliche Probleme gemacht haben, wir konnten die Planung der Flächenvorstadt nicht in Auftrag geben, weil der Oberbürgermeister aufgrund der Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2014 eine Haushaltssperre verfügt hat und er nie auf diese Maßnahme fiel. Das heißt, außer Vermessungsleistung und schlüssige Vorbereitung sagen können, also sind dort noch keine Planungsleistungen außer dieser Studie, die gesagt.
mit Beschlüssen die Leistung zu vergeben befasst hat, aber ich konnte ja keine Verordnung nennen, weil ich keine Finanzierung hatte. Das ist dann liegen geblieben und leider liegen geblieben ist auch die Planung bei der Landesstraßenbaubehörde, denn die sind davon ausgegangen, aufgrund der Beschlusslage und aufgrund der Vertragsentwürfe, die Brücke nicht selber bauen zu müssen, dann haben sie bei sich aus der Finanzierung rausgenommen, dann haben sie auch bei sich aus der Planung rausgenommen. Sodass im Moment noch der Ersatz, der unter dieser Gegenüberstellungsklappe besteht, immer noch gilt, dass also sich die Landesstraßenbaubehörde, sofern sie den Beschluss so fast erfüllt, bis gestern im Elbestal beschlossen ist, sich also auch nicht vor Ende 2015 der Lage sieht, dort eine Planung zu realisieren. Sicherlich sind da noch Gespräche möglich, und das also heute so beschlossen worden, wie es wahrscheinlich kommt, werden wir natürlich mit der Landesstraßenbaubehörde sofort ins Gespräch treten, sie nicht also nur informieren, dass sie ihre Brücke in Anführungszeichen wieder haben, und uns dann bitten, das ganze Verfahren nach Möglichkeit zu beschleunigen. Das soll es vielleicht erstmal gewesen sein. Sie an die anderen Bürger, die jetzt hier noch auf dem Stick sind, wo Bürgermeister kann sie nochmal durchgehen, aber die haben sie ja alle bekommen. Es ist also eine Gegenüberstellung der Kosten, es ist eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile bei der Maßnahmen. Und es liegt letztendlich jetzt die Entscheidung bei Ihnen, wie wir weitermachen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Frisch. Ich eröffne die Diskussion. Bitte, Redeanträge. Herr Kmitschik, bitte. Hierzu eine kleine Anmerkung. Wenn Sie das Redenpult links von mir benutzen, dann müssen Sie signalisieren, möchten Sie die Aufnahme haben oder verwehren Sie die Aufnahme, das ist Ihre Entscheidung. Das haben wir so getroffen, deshalb auch für die Zukunft zu erhalten. Herr Borde, danke für den Hinweis. Ich erkläre natürlich, dass ich meinen Beitrag zur Veröffentlichung freigebe und bitte auch, dass der im Protokoll festgehalten wird. Ansonsten wäre ich nicht hier vorgegangen. Vorab zwei Fragen. Die erste Frage ist, hätten wir nicht heute eine Bürgerfragestunde auf die Tagesordnung nehmen müssen? Ich verweise da auf den Paragraphen 28, meines Wissens richtig. 28 Absatz 2 der Kommunalverfassung. Und die zweite Frage wäre, und ich bitte, dass mir die Fragen schriftlich beantwortet werden, so kurzfristig wie möglich, aber auch so lange wie nötig. Und die zweite Frage wäre, inwieweit nicht eine Umstufungsvereinbarung immer einen Stadtratsbeschluss erforderlich macht, damit dann mögliche Ansätze, dass dies alleinig in die Entscheidung der Verwaltung / Oberbürgermeister gehört, dann einfach klar sind. Ja, was fiel mir ein, Herr Emisch? Lange Rede, kurzer Sinn. Es war zum Schluss das Entscheidende. Sind wir also endlich so weit, dass die Brücke erneuert wird und die bisherige Straßenverkehrsführung beibehalten wird? Ich möchte da ausdrücklich einen Dank ausrichten an die Erstellerin des vorliegenden Antrages. Diesem gemeinsamen Antrag, der auch, Herr Oberbürgermeister, für Sie gesichtswahrend bleibt, werden wir natürlich unterstützen. Es ist nur leider so, dass wir mindestens ein Jahr einen Zeitraum, also der diese Verkehrsbelastung, die in der Öffentlichkeit schon großes Kopfschütteln hervorruft, einfach verzögert haben. Hätten wir von Anfang an diese Lösung ins Auge gefasst, dann hätten wir jetzt schon mit einem Baubeginn rechnen können. Jetzt wird das einfach noch eine Zeit lang dauern. Aber das Positive daran ist, dass es ein Umdenken bei Ihnen gegeben hat. Und wir als Fraktion begrüßen das natürlich auch und hoffen, dass dieses Umdenken
einmünden wird in eine gemeinsame konstruktive Diskussion. Ich möchte da nur einen Punkt nennen, der uns alle umtreibt. Das ist die Umverlegung der B180 aus dem Stadtzentrum. Ich denke, es ist höchste Eisenbahn, dass dieses auf eine Tagesordnung kommt. Wir als Fraktion werden dieses in Absprache mit den anderen Fraktionen zumindest wollen und hoffen da auch auf eine konstruktive Diskussion, auch mit Ihnen. Zum Schluss einen Dank. Ich hatte nicht damit gerechnet, den Haushaltsplan, den Haushaltsentwurf 2015 heute ausgereicht zu bekommen. Ich denke, das war eine sehr anspruchsvolle Leistung für die Verwaltung, die Sie da erfüllt haben. Dann steht also einer konstruktiven Diskussion zum Haushalt auch nichts mehr im Wege, dem wir uns auch stellen werden. Und abschließend eine Frage. Gibt es von der Kommunalaufsicht zu dem Nachtragsbeschluss des Stadtrates Haushalt 2014 betreffend schon eine Antwort, damit wir wenigstens im November nun von einem Haushalt für das laufende Jahr ausgehen können? Dankeschön. Ich will an der Stelle jetzt nicht kritisieren, aber wir haben einen Tagesordnungspunkt, der heißt Wasserstadt-Vorstadt Weißenfelser Straße. Ihr Beitrag enthielt dazu fast nichts. Und das ist ja einfach zu sagen, es gilt für alle, dass der Tagesordnungspunkt dann nicht irgendwas zu besagen steht. Zweitens, wenn Sie das in der Öffentlichkeit sagen, wir haben den Hauptsatz in § 17 Absatz 1 geregelt, dass die Einwohnerfragestunde in jeder ordentlichen öffentlichen Sitzung stattfindet. Wir haben heute eine außerordentliche Sitzung und damit ist der Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde wie immer üblich in den letzten Jahren nicht auf die Tagesordnung gesetzt worden. Drittens, Umstufung, das Straßengesetz Sachsen-Anhalt ist übertragener Wirkungskreis. Und damit ist der Stadtrat nicht zuständig, ist Angelegenheit des Oberbürgermeisters. Wenn in Einzelfällen der Kreistag bestimmte Übernahmebeschlüsse fasst, so hängt es auch teilweise zusammen, weil es Alternativen gibt. In unseren Fällen bei den Umstufungen haben wir mit der Umstufung der Karlsruhe 2014 eine klare Antwort bekommen von einem Gericht, dass wir zu nehmen haben und kein Ermessen haben, wenn die Sache ist. Ihre Anmerkung, Gesichtswahrung, ich weiß nicht, welches Gesicht ich haben muss. Alles, was bisher an dieser Stelle entschieden wurde, hat der Stadtrat beschlossen. Es gab den Antrag, bei der Haushaltsdebatte die Wasservorstadt rauszunehmen. Der Stadtrat hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass jetzt durch die veränderten Förderbedingungen, die uns heute nicht mehr dafür so aussprechen können, mit denen im Moment vom Landratsamt in Aussicht gestellten Mitteln beides zu bauen und die Wasservorstadt zu vorzuziehen. Ist eine völlig neue Situation, die insofern auch von mir mitgetragen wird, denn ich gehöre zur Bezeichnung der Vorlage nach der gestrigen Einigung aller Bundesländer. Letzte Bemerkung zur B180 Umstufung gibt es auch keine Zuständigkeit, weil es eine reine Landeszuständigkeit. Die B180 ist auch entschieden, dass die Umstufung erfolgt, wenn der Fördermittelbindung der Hüsetstraße ausgelaufen ist. Es gibt eine Zwischenkompromissentscheidung, die da lautet, dass die überirdischen Verkehrswege unabhängig von der Umstufung in den Jahren 2015, 16 neu ausgeschüttet werden, aber die 180 offiziell muss sie bis 2022, das ist glaube ich, mit dieser Verkehrsführung offiziell ausgewiesen werden. Wir haben hier kein Recht. Der Stadtrat hat beschlossen bereits in dem Verkehrsentwicklungskonzept, dass die B180, die L193 und die L244, die im Moment noch in der Stadt sind, aus dem Stadtgebiet herausgehen sollen. Das ist Verkehrsentwicklungskonzept. Dieser Beschluss, an dem arbeiten wir auch, bedarf also keiner Beschlussfassung. Verkehrsentwicklungskonzept hat es getan. Ansonsten ist es Landeszuständigkeit B180. Ich würde aber nach vorne gehen. Also mir wäre es auch lieber, ich könnte die Frage von hier stellen, aber da die Berichterstattung nach außen so rigide in unserem Stadtrat gehandelt wird, werde ich den Weg nach vorne suchen. Herr Oberbürgermeister, danke für die sofortige Beantwortung. Ich würde trotzdem mal eine schriftliche Antwort bitten. Im Protokoll. Dann reicht mir das auch. Dankeschön.
Und zum anderen, es waren nicht meine Ausführungen, dass Sie sich so intensiv für diese für mich von vornherein nicht logisch erscheinende Veränderung der Straßenführung ausgesprochen haben. Und der Werdegang dieser Vorlage zeigt, wie intensiv Sie nochmal um die nun wohl verworfene Lösung gekämpft haben. Insofern nehmen Sie es doch einfach an, gesichtswahrend. Ich denke, das hätte keiner weiteren Erörterung bedurft. Und ich hoffe, dass wir aber trotzdem bei der Diskussion um eine Verlegung der B180 in dieser Stadt zu einer anderen Position kommen können, als die, die Sie für diese Stadt mit einem Stadtratsbeschluss, der sicherlich auch da nochmal beraten werden kann, einfach auf den Stadtrat konstruktiv zugehen. Unser Bestreben dazu besteht. Danke. Herr Vorsitzender, auch ich erkläre mich den Regeln der Geschäftsordnung, die wir bei einer Stimmenthaltung hier alle beschlossen haben, einverstanden mit der filmischen Darstellung meines Beitrags. Ich beziehe mich auf den heutigen Tagesordnungspunkt und möchte doch noch mal darauf eingehen, zunächst vielleicht zum Werdegang. Wir hatten in der Stadtratssitzung im September im Anschluss und davor gesagt, wir sehen mit offenen Augen, dass wir in diesem speziellen Fall hier in eine große Finanzierungslücke hineinlaufen. Und die geltende Beschlusslage, Herr Immisch hat es erklärt, wir wissen es alle, war Ausbauknoten Wasservorstadt, so heißt er nun mal, und erster Bauabschnitt Weißenfelser Straße. Es hat sich dann in der Kreistagssitzung am 15. September und die Kollegen, die ja auch alle im Kreistag mit sind, aus diesem Hause haben das mitverfolgt, hat sich gezeigt, dass sich nicht nur der Gesamtansatz der aus dem Entflechtungsgesetz auf den Burgenlandkreis entfallenden Gelder erheblich absenkt, sondern dass sich damit auch der Teiler zwischen den 11 Städten und Gemeinden im Burgenlandkreis nochmal absenkt. Das hatte sich gezeigt und damit war klar, dass wir in Zeitz für die von uns bisher beabsichtigte Finanzierungslinie, die Herr Immisch eben sehr ausführlich erläutert hat, eine erhebliche Finanzierungslücke haben werden. Und wir werden diese auch nach dem Jahr 2019 nicht aufholen können. Und deswegen war es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass wir uns dieser Frage nochmal stellen. Denn wir können nicht hier eine Beschlusslage haben, die jetzt schon erkennen lässt, dass wir bereits im kommenden Jahr die Finanzierung nicht mehr langfristig sichern für beide hier in Rede stehenden Baumaßnahmen, die ja wirklich entscheidende Einschnitte auch in der Stadt Zeitz bedeuten. Es war aus dem Grund vom Stadtrat, und dafür bin ich auch ausdrücklich allen noch mal Dank schuldig, dass wir diese Sondersitzung hier machen, gewünscht worden, diese Sitzung zu machen, um das auch noch mal öffentlich zu diskutieren. Wir haben, und das möchte ich vielleicht auch noch mal dem Kollegen Dieter Kmiezig sagen, es war ursprünglich geplant, die heutige Sitzung zu Erläuterungen zu nutzen und in der kommenden Stadtratssitzung vielleicht dann auch Beschlüsse zu fassen. Wir haben gestern uns gemeinsam, und auch dafür bedanke ich mich bei allen Fraktionskollegen, zu dieser Beschlussvorlage hier entschieden, weil wir der Überzeugung waren, und ich bin es natürlich heute auch für meine Fraktion und ich denke für alle anderen immer noch, dass wir in dieser Sondersitzung heute auch eine Entscheidung fällen müssen, um Zeit wiederum aufzuholen, die verloren gegangen ist in der Planung, die auch notwendig ist, wenn das Landesstraßen, Amt, heute heißt es Landesstraßenbaubehörde, wenn sie also noch Anträge stellen muss, entsprechende Vorbereitungen treffen muss, dann ist hier Zeit im Moment wirklich Geld. Ich komme noch mal auf die Frage, die heute eben auch in diesem Beschluss formuliert ist,
Warum entscheiden wir uns jetzt, wenn der Beschluss so durchgeht, den Knoten Wasservorstadt sozusagen mit zurückzustellen und die Weißenfelser Straße zu bauen? Ich erinnere vor allem auch den ehemaligen Oberbürgermeister Dieter Kmiezig an die Situation 1997, als die Umstufung der Weißenfelser Straße anstand im Zuge der Umgehungsstraße von Theißen in Richtung Grana. Der Bund ist genauso wie alle anderen Straßenbaulastträger verpflichtet, die Straße, die er abgibt, entsprechend in einem ordentlichen Zustand abzugeben. Und in diesem Fall war es ja nach langem Hin und Her, so erinnere ich mich zumindest so, dass die Stadt Zeitz entschieden hatte, und das auch mit gutem Grund, zu sagen, wir lassen vom Bund dann die Naumburger Straße herrichten, die war in einem damals wesentlich schlechteren Zustand, und werden uns dann über die Weißenfelser Straße im Laufe der Zeit noch einig, über diese Möglichkeit Entflechtmittel zu nutzen, aus dem Entflechtgesetz. Diese stehen ja immer noch zur Verfügung, und aus diesem Grund haben wir heute zumindest die Beschlussvorlage so, dass wir entscheiden, den Knoten Wasservorstadt im Moment zurückzustellen und dem LSBB die Brücke, die dort durch Hochwasser geschädigt ist, sanieren zu lassen, im Zweifel auch in dessen Trägerschaft und Verantwortung. Die entsprechenden Nebenanlagen, die dann angebunden werden müssen, werden angebunden, und dass wir dann den nicht nur einen Bauabschnitt Weißenfelser Straße, sondern soweit es irgend geht, die Weißenfelser Straße bauen. Wir können nur hoffen, dass das, was zumindest die Staatskanzlei als Pressemitteilung im Ergebnis der auswärtigen Sitzung des Kabinetts am 21. Oktober mitgeteilt hat, dass nämlich die Landesregierung angesprochen auf das Thema Weißenfelser Straße ausdrücklich geschrieben hat, man könne sich vorstellen, hier eine Finanzierung über mehrere Jahre bis zu 1 Million hinzuzugeben. Dann möchte ich auch die Landesregierung gern von dieser Stelle aus erinnern, dass wir hier eine Finanzierungslücke von ca. 300.000 Euro haben und dass wir darauf hoffen und bauen, dass das, was in dieser auswärtigen Sitzung hier im Rathaus in diesem Raum auch gesagt worden ist, dass das vielleicht uns dann auch entsprechend zukommt. Was auch hier anzusprechen ist, und Herr Immisch hat es auch gesagt, dringlich ist, dass auch das Landesverwaltungsamt und die entsprechenden Verantwortlichen sich nochmal der Frage stellen, wie es mit der Finanzierung und Förderung des Kanalbaus weitergeht, weil auch hier setzen wir ja in der Situation, dass wir dadurch, dass es keinen großen Abwasserzweckverband in Zeitz und Umgebung bisher gibt, aus Gründen, für die die Stadt Zeitz im Moment nichts kann, dass wir deswegen bisher keine Förderung bekommen für Ausbaumaßnahmen. Und man muss auch hier nochmal sagen, man kann das so nicht stehen lassen. Wir brauchen dieses Geld, damit wir auch da die Finanzierungslücken schließen und auch für die Anlieger die Straße entsprechend im Ausbau günstig gestalten können. Ich werbe also nochmal für unseren Antrag, den wir ja auch gemeinsam stellen, und hoffe, dass das der richtige Weg ist. Es ist nicht einfach und es fällt uns allen schwer, weil der Knoten Wasservorstadt ein wichtiger Punkt in Zeitz ist, aber wir denken, dass wir diesen Weg gehen und es bleibt fast keine andere Wahl. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, auch die Freien Wähler stimmen dem Antrag zu, der im großen Kompromiss hier vorliegt. Es ist freundlicherweise schon erwähnt worden, dass wir das schon vor längerer Zeit erkannt haben, dass man nur das ausgeben kann, ja, was man finanzieren kann. Demzufolge freue ich mich, dass wir heute auf der Schiene sind und sagen, okay, wir können nur diese eine Maßnahme mit unserem jetzigen zur Verfügung stehenden Geld finanzieren. Deshalb die Weißenfelser Straße so schnell wie möglich bauen und den Knoten Wasservorstadt auf einen späteren Tag oder Jahr verschieben. Ich denke, wenn wir das große Ziel, dass der
überörtliche Verkehr, insbesondere der Schwerlastverkehr, der vielleicht auch durch unsere großen ansässigen Betriebe erzeugt wird. Über die Betriebe an sich sind wir froh, über den Verkehr, wo er momentan lang geht, vielleicht nicht ganz so. Dass generell der Schwerlastverkehr auch um die Stadt herum fährt. Der Oberbürgermeister hat erwähnt, dass also die B180 zumindest zum Teil aus der Stadt hinaus verlegt wird. Die zweite Variante, die mir zumindest zu Ohr gekommen ist, finde ich als nicht die schönste Variante. Vielleicht können wir, und da möchte ich meine Bitte drauf legen, an anderer Stelle nochmal über die Neugestaltung dieser überörtlichen Verkehre reden. Aber zu den beiden Projekten, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch die Freien Wähler FDP-Fraktion unterstützt den vorliegenden Antrag, wird es auch positiv mit abstimmen. Und ich denke, wir können uns, wie gesagt, nur das leisten, was wir finanzieren können. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist keine Schande, wenn man einmal einen Beschluss gefasst hat oder sich eine Idee verstrickt hat, darüber nachzudenken, wenn sich die Fakten ändern und den zu ändern. Ich denke, das steht auch unserem Stadtrat gut zu Gesicht. Ich kann jetzt nur für meine Fraktion, die Linke, reden, aber ich denke, es ist legitim, das zu tun. Aus diesem Grunde werden wir auch den Antrag unterstützen. Wichtig ist aus unserer Sicht erstens der überörtliche Verkehr, die Regelung dessen, der auch aus unserer Sicht unkompliziert regelbar wäre, weil die Organe die Schilder genehmigen dürfen, wenn sie es wollen. Da sind wir, denke ich mal, nach jahrelangen Kämpfen auf einen guten Weg gemeinsam gekommen. Und wir werden natürlich den Prozess weiter begleiten müssen. Die Weißenfelser Straße hat es verdient, ausgebaut zu werden, aus mehreren Gründen. Nicht nur aus dem Grund, dass wir das Trennsystem dort brauchen, sondern auch, weil der Zustand so nicht tragbar ist und wir die Mittel so bündeln müssen, dass die Baumaßnahme keine 10 Jahre dauert. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir da auch den Anwohnern und den Geschäften, die es dort noch gibt, Rechnung tragen, sodass die ihre Dinge auch erfüllen können. Die Brücke ist für uns der wichtigste Punkt in der Wasservorstadt, diese zu realisieren, auch wenn es jetzt Verzögerungen gibt in der Planung, meine Damen und Herren. Ich habe die Hoffnung längst aufgegeben, dass es schneller gegangen wäre, wenn wir es jetzt nicht, wenn wir es selber gemacht hätten. Glaube ich einfach nicht, weil Baumaßnahmen in unserem Lande heutzutage, vor allem in Brücken, scheint wohl nicht mehr ganz einfach zu sein, die zu planen und die zu bauen. Ob die jahrelangen Bauzeiten so sein müssen, zweifle ich an, aber gut, es ist halt so und derjenige, der einen Hut auf hat, da müssen wir auch dann entsprechend begleiten und auch die Verantwortung dafür tragen. Also deshalb die Brücke für uns wichtig, dass das nicht ohne Komplikationen ausgehen wird. Da sind wir uns sicherlich einig, dass das so ist. Aber ich denke, irgendwann gibt es die Lösung. Aus diesem Grunde ist die Verschiebung des Knotens, des Knotenausbaus durchaus vernünftig zu tun. Wir haben nur eine Möglichkeit, eines zu tun. Deshalb die Konzentration Weißenfelser Straße und den Knotenausbau dann entsprechend in der Wasservorstadt später, wenn es uns vielleicht mal besser geht und wir die anderen Straßen, die noch notwendig sind, reguliert haben. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Heller. Herr Oberbürgermeister, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich werde an der Stelle mal eine Zwischenversion machen, weil einige, die angesprochen worden sind. Ich sage nochmal ausdrücklich, ich unterstütze die Vorlage, die sich hier gemeinsam gestern erarbeitet wurde, ausdrücklich. Wir können beides im Moment nicht leisten. Ich werde allerdings auch bezogen darauf, was Frau Späte gesagt hat, sagen. Ich bin nicht nur gewillt, sondern ich werde es tun, was ich vergangene Woche in der Kabinettssitzung angesprochen habe und wo das Kabinett mir Unterstützung zugesichert hat. Es gab zwei Punkte. Der eine Punkt, die Verwaltungsvorschrift zum FAG, wonach notleidende Gemeinden nur Geld bekommen, wenn sie einen nicht ausgeglichenen Haushalt haben, habe ich in Frage gestellt. Der Ministerpräsident hat ja dann auch in der Pressekonferenz darauf Bezug genommen, dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich ständige Gemeinden, die mühevoll die Konsolidierung durchgeführt haben, und erhebliche Abstriche gemacht haben, an der Stelle bestraft werden und die Gemeinden den Haushalt nicht ausgleichen, sondern die das FAG bekommen und weiter so vorstellen können. Es gab eine klare Aussage des Ministerpräsidenten und des Finanzministers,
Wir werden das bedenken, die Städte und Gemeinden, die mit Kunst und Politik in der Landesregierung mitziehen, dass wir schuldenfrei werden wollen, werden wir nicht alleine lassen, wir werden hier auch Einzelentscheidungen treffen. Das ist eine. Das zweite, ich habe in der Kabinettssitzung unsere Misere aus der Vorstadt und Weißenfelser Straße vorgetragen. Minister Webel hat die Akte Weißenfelser Straße mitgenommen, was ja nun wirklich eine Leidensakte ist. Wenn Sie seit 97 sich anschaut, ich habe sie komplett von Frau Schneider zusammengestellt bekommen und mitgegeben. Und wir haben vereinbart, dass wir in kürzester Zeit noch einmal Gespräche führen werden, inwieweit das Land bei beiden Straßen handelt sich um Umstufungen in der Zuständigkeit des Landes. Die Weißenfelser Straße, die Umstufung der ehemaligen B91, die Glückrahmenbrücke und das gesamte der Straßenverlauf der L193, inwieweit das Land hier mindestens, und das hat man später angesprochen, die Mittel zur Verfügung stellen kann für die zugesagte Maßnahme, die ja ohne unser Verschulden verschoben wurde, der Weißenfelser Straße, denn wir hatten ja die Bewilligungsbescheide schon im Hause. Weil die Kommunalaufsicht aber dem Eigenbetrieb die Finanzierung der Kanäle nicht genehmigt hat. Es mussten den Fördermittel zurückgeben. Muss man sich einfach mal vorstellen, welchen Schaden hier hat die Kommunalaufsicht bei einer Maßnahme, zu der wir zwingen kann, Abwasserrecht handeln müssen. Welchen Schaden hier aber an dieser Stelle für uns eingetreten ist. Ich werde also unbeschadet dessen natürlich dafür kämpfen, vom Land noch erhebliche Mittelnahmöglichkeiten zu bekommen. Erstens sicher, dass die Weißenfelser Straße dann auch nicht bei NKD aufhört, denn die Mittel, die wir jetzt vom Burgenlandkreis kriegen, reichen gar nicht bis zur NKD-Verlösung hoch. So in etwa. Sondern dass die Weißenfelser Straße auch fertig werden kann. Und inwieweit das Land an dieser Stelle auch vernünftig das Verkehrsentwicklungskonzept in der Rossenburgstadt möglicherweise nochmal aufgreift und darüber spricht, Esel und die Straße gegeben. Das wird eine Bemühung sein. Auf Aussichten kann ich nicht hoffen. Die von Frau Späth angesprochen, 300.000 Euro will ich erkämpfen. Das kann ich auch nur am Ministertisch versuchen zu klären. Zu der nochmal zweimal aufgeworfenen Frage B180 mit der Stadtrates. Es gibt nur drei Varianten zur B180. Das ist die Variante, es bleibt alles wie es ist. Es gibt die Variante 2, die wir ablehnen, nämlich die B180, weil es dann keinen Rückweg mehr gibt, auf die Puschendorfstraße, Karazetlinstraße, Schlangenweg über die Wirschelstraße herauszuführen. Das ist die zweite Variante. Und die haben das Verkehrsentwicklungskonzept berechtigt abgelehnt. Und die dritte Variante, dass die überörtliche Verkehrsführung der B180 über die B2N und über Tröglitz dann auf die 180 Euro mit aufbindet. Und diese Variante haben wir beschlossen und ich denke, das ist auch die vernünftigste Variante, denn es geht hier um die überörtlichen Verkehre, die wir aushalten wollen, die in jener Zeit sollen, die verkürzen bleiben. Das hat mit der Abstufung und der Umstufung und Veränderung wenig zu tun. Wie gesagt, der andere Weg ist nur, und das in den Gesprächen auch dieses Jahr wieder gesagt worden, ja, wir können auch die 180 jetzt wieder über Abbindung B2N, mein Alhaus Ballmann, können wir das Thema ja nochmal besprechen, Puschendorfstraße. Und da habe ich aufgrund der uralten Beschlusslage auch des Stadtrates, habe ich ganz klar gesagt, ist keine für die Stadt Zeitz akzeptable Variante. Wir bestehen auf der Auslegung der 180 aus dem Stadtgebiet Zeitz. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Herr Höhr, ich bitte ein bisschen Geduld, bitte. Ich bin um Verständnis und Geduld. Ich wollte erst mal Fraktionsvorsitzender. Ich bin hier der Zweitreihe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Späth, erstmal Dankeschön, dass Sie hier noch die Kurve gekriegt haben als CDU-Fraktionsvorsitzende. Das hätte mir gewünscht. Sie wären ein paar Jahre eher da gewesen, dann hätten wir heute den Michaelis-Park nicht. Wenn Sie da gewesen wären, dann wäre das gestoppt worden und nicht mit der Mehrheit der CDU dieses Unglück über Zeitz eingegangen. Ich freue mich, dass Sie so lange atmische Vorträge hier bringen. Es ist toll zuzuhören.
Aber die Problematik ist eine ganz andere. Was hat denn die Stadt Zeitz, die Bürger, auch die von weit draußen, wenn wir ein Tourismuskonzept von 300 Seiten haben, über die gesamte Angelegenheit gedacht? Und zwar das, was heute Frau Späte in ihrer Vorlage, was wir gestern im Ältestenrat auch unterstützt haben, gefordert haben. Die Mühlgrabenbrücke, die ist eine ganz unüberlegte Sache. Wir haben uns selbst einen Schaden gemacht. Und Herr Oberbürgermeister, ich sprach gestern von einem Disziplinarverfahren. Wir werden das erst beraten, weil das eine sehr differenzierte Angelegenheit ist. Aber Fakt ist, wer den Verkehr aus Leipzig, aus Weißenfels, aus Naumburg oder zum Teil auch aus Altenburg über eine Straße leitet, wie die Rahnestraße, wo gerade der Hund durch sind, nicht mal die Sowjets, der Hund, der hat der Stadt Zeitz einen Image-Schaden für Jahre gebracht. Und das ist das, was mich empört. Mich empört weiterhin, dass man erst, als die Tröglitzer Straße noch nicht stand, es abgelehnt hat, von der unteren Aufsichtsbehörde oder auch, was weiß ich, von der Verkehrsbehörde, von meinen Namensvetter in Halle, dass es nicht möglich wäre, ein Linksabbieger aus der Freiligradstraße. Auf einmal ging das, war eine Lüge, war Unwahrheit. Und es ist auch heute so, dass 40 Tonner über die Brücke fahren. Aber ein Personenkraftwagen mit 2 Tonnen, für den ist kein Platz. Und ich habe dort unten gestanden, stundenlang mit der Stoppuhr und habe es gemessen. Es wäre möglich, dass die Bürger, die von der Auebrücke kommen, durchaus den Wendischen Berg und den Wasserberg hochfahren könnten. Und ich habe heute mit meinem Vorsitzenden Dieter Kmicek kurz nochmal beraten. Wir haben hier eine Vorlage bzw. einen Anhang. Später, ich lasse Sie wissen, dass wir heute nicht vortragen, um das Ganze nicht zu stören. Da habe ich mal alle Straßen aufgelistet, die hier desolat sind, die für die Bürger keine Freude sind, in Zeitz zu wohnen, die deren Lebensqualität bis, ich sage es jetzt mal namentlich, bis zu Herrn Glötz, Optiker vor der Tür, solche tiefe Riefen in den Stein. Dafür ist kein Geld da. Wir werden eine Vorlage einbringen, nach gemeinsamer Beratung mit meinen grünen Freunden, die besagt, dass erst gebaut wird, wenn unsere Straßen und die Straßen für die Bürger in Ordnung gebracht sind. Diese Objekte, die wir gemacht haben, ob es der Altmarkt ist, ohne Freisitzer, ohne Wirtschaftlichkeit, oder ob es andere Baumaßnahmen sind, die müssen von der Bevölkerung mitgetragen werden. Und das war nicht. Frau Späte, ich danke Ihnen nochmal, Sie haben die Kurve gekriegt. Und auch den Freien Wählern, die waren wie wir. Die Bündnis 90 Die Grünen, bitte zu Protokoll. Und auch wir, Damen und Herren, waren von vornherein gegen diesen Ausbau bei dieser engen Kasse. Dankeschön. Dankeschön, Herr Heinrich. Herr Weißbrot, ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist jetzt nahezu alles gesagt. Auch unsere Fraktion wird sich an dieser gemeinsamen Beschlussvortrage wird dieser zustimmen. Ist ja klar, wir haben sie alle zusammen eingebracht. Das, was Herr Hörig jetzt gerade gesagt hat, verstehe ich nicht, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Fakt ist ganz einfach, dass wir als Stadtrat unter den damaligen Bedingungen mehrheitlich diesem Knotenausbau zugestimmt haben. Punkt. Das ist ganz einfach so. Und da können wir jetzt auf niemanden mit dem Finger zeigen. Was Herr Hörig mit den anderen Straßen sagt, das hört sich sehr gut an. Ich weiß nicht, das nennt man, glaube ich, Populismus. Wir wissen, das Entflechtungsgesetz gibt für andere Straßen kein Geld. Das ist leider so. Wir hätten auch kein Geld vom Altmarkt für einen unteren Wasserberg nehmen können. Das ist leider auch so. Ob uns das so gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Was aus meiner Sicht aber betrachtet werden sollte, wenn der Wendische Berg wieder offen ist von unten, ist unsere jetzige Verkehrsführung. Wir haben heute viel über das Verkehrsentwicklungskonzept gesprochen und dass wir das abarbeiten. Und wer sich mal die Verkehrsführung der Weberstraße anschaut und das Verkehrsentwicklungskonzept diesbezüglich nochmal durchliest, wird sehen, dass dort was anderes steht. Und wenn der ganze Verkehr den Wendischen Berg hochkommt, wird es dort Probleme geben. Und die Verkehrsplaner haben sich was gedacht mit der Verkehrsführung, die sie angedacht haben. Also wir sollten jetzt in dem Jahr oder anderthalb Jahren, die wir noch Zeit haben, uns dort Gedanken machen, eine vernünftige Verkehrsführung zu erreichen. Das betrifft den Punkt an der Weberstraße und es betrifft genauso oben die Augs-Webelstraße, wenn man auf den Kleefeldplatz Richtung Geusnitz ausfahren will.
Wer dort mal nachmittags gestanden hat, der weiß sicher, wovon ich rede. Ich spreche das schon eine ganze Weile an. Es wird sich sicher in der Verwaltung schon Gedanken drüber gemacht, aber wir sollten das ein bisschen beschleunigen, weil das Problem kommt irgendwann. Vielen Dank. Ja, ich bin benannt worden mit der Rechnung. Also ich muss mal so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn mein Kollege Weißbrot meinen Namen nennt, dann nehme ich mir mal die Freiheit, da einiges richtig zu stellen. Das ist kein Populismus, was ich hier mache, so wie der Herr Weißbrot, wenn es darum geht, 300.000 für ein Denkmal zu umsetzen, zu beantragen. Das möchte ich hier besonders betonen und das ist auch nicht in meinem eigenen Interesse. Meine Straße ist in Ordnung an der Stadtmauer. Aber das ist im Interesse der Menschen unserer Stadt. Und genau das sind die Stadträte, die das, was hier vorgebracht wird, abwürgen, versuchen zu entstellen und versuchen ins Lächerliche zu ziehen. Da gibt es in meinem Buch einen schönen Vers von Gandhi. Erst lachen Sie darüber, dann machen Sie sie verächtlich. Aber der Dritte, der es macht, der wird siegen. Und das bin ich. Danke. Ich bin einverstanden, dass ich jetzt gefilmt werde. Und ich möchte meine Fragen auch zum Protokoll geben. Ich weiß zwar, dass heute nur die Fraktionsvorsitzenden reden sollten, aber zwei kleine Fragen habe ich doch noch. Die erste Frage, die ist jetzt gleich mit einem Ja zu beantworten. Liegt uns die Zusicherung vom LSBB vor, dass die Hochwasserfördermittel noch in diesem Jahr beantragt werden? Es ist keine Frage der Zusicherung der Mittel. Die Mittel sind im Plan, sollten Nutzungsvereinbarungen durchgeführt werden. Das ist eine Frage, dass die Planung noch nicht ausgelöst ist. Nein, ich meine die Beantragung. Die Hochwassermittel sind vom LSBB im Landeshaushalt für diese Brücke in der von Herrn Engels genannten Höhe eingestellt und sollten uns als Geld wieder Nutzungsvereinbarungen durchgereicht werden. Danke. Die zweite Frage: Bis wann müssen dann die Fördermittel abgerechnet sein? Das sind ja keine Fördermittel mehr, wenn wir da unseren Beschluss über Hochwassermittel, sondern das baut das Land selber. Wir kriegen da gar kein Geld, sondern das Land baut die Brücke. Nochmal die Frage bei den Hochwassergeldern. Damit wird doch die Brücke repariert, saniert. Durch das Land. Durch das Land, richtig. Aber bei allen Hochwassermitteln gibt es einen Zeitraum, bis wann die Fördermittel abgerechnet werden müssen. Nein, das ist Landesangelegenheit. An der Stelle gibt es keinen Zeitraum. Gibt es keinen Zeitraum. Danke. Die wichtigste Frage, die eigentlich alle in Zeit bewegt, ist ja, wie lange dauert nach unserem Beschluss, den ich auch zustimmen werde, die Bauzeit nach den jetzigen Erkenntnissen? Können wir gar nicht beantworten. Wir leben, wenn der Beschluss also gefasst wird, die Baumaßnahme Mühlkranbrücke dem LSBB zurück. Der LSBB wird dann nach seinen Möglichkeiten die Planung einordnen und die Planungsvoraussetzungen für den Bau. Können wir keine Aussage treffen, die Aussage muss der LSBB dann treffen. Danke. Allerdings wird der LSBB, hat der LSBB bereits angekündigt, dass er, solange er zu der Verantwortung ist, erwägt, die Vollsperrung der Brücke sogar festlegen zu lassen, weil die Brücke nach ihrer Auffassung voll einsturzgefährdet ist und deshalb die Vollsperrung ansteht, wann auch immer der LSBB das bei der Straßenverkehrsbehörde verlangt, können wir nicht beeinflussen. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Wir können jetzt zur Beschlussfassung. Wer auf den gemeinsamen Antrag einverstanden ist, bitte ich zunächst Zustimmung. Thank you.